Wir tagen hier gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgegangen wurde, wo viele verängstigt wurden. Und das ist eine Schande für die Demokratie. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bernd Ringel. Ich bin 64 Jahre. Ich war 37 Jahre Soldat. Soldat in zwei Armeen. Ich habe drei Eide geleistet. Den letzten habe ich geleistet auf das Grundgesetz. Und eine der Motivationen, in die Bundeswehr mitzugehen als ein sogenannter Wendehals, war, dass dieses Grundgesetz von seinen grundlegenden Aussagen mir als Demokrat sehr entgegenkam. Leider sehe ich heute dieses Grundgesetz vollkommen ignoriert und durch ein seltsames Gesundheitsgesetz ausgehebelt und das auf Dauer. Und das ist einer Demokratie nicht würdig. Das kommt eher einer Diktatur nahe. Ich war 37 Jahre Soldat. Ich habe tausende Soldaten ausgebildet und geführt. Ich war 1989 auf der Militärakademie in Dresden. Und nachdem die Züge aus Prag über Dresden gefahren sind, hatte die Dresdner Polizei über 100 Polizisten Ausfall. Und Offizierhörer der Militärakademie der DDR durften dann als Polizisten in Anführungsstrichen auf die Straße. Wir wurden eingewiesen, wie man mit dem Schlagstock nicht tödlich zuschlägt und wurden dann auf die Bevölkerung zugelassen. Ich habe die ganze Zeit gehört von unserem Vorgesetzten, dass wir die Konterrevolution und gefährliche Subjekte bekämpfen müssen. Auf der Straße habe ich wie hier bei uns Covidioten habe ich nur friedliche und viele mit Kerze demonstrierende Menschen gesehen. Und mir wäre nie in den Sinn gekommen, auf diese Menschen einzuschlagen. Leider habe ich in dieser Phase auch sehr deutlich gruppendynamische Prozesse bei uns Soldaten gesehen. Ich habe diese Leute gesehen, die einfach mitgelaufen sind. Ich habe die Leute gesehen, die Schiss hatten. Und ich habe die Leute gesehen, die gern mal draufhauen wollten. In solchen Situationen zeigt sich, wie der Charakter des einzelnen Menschen geprägt ist. Und hier sollten sich alle Polizisten, die hier stehen, sollten sich fragen, es gibt keine homogene Polizei, wo alle nur die Lust verspüren, uns hier zu verprügeln. Aber auch in der Polizei heute gibt es eine klare Abgrenzung zwischen Schissern, welche die sich krank schreiben lassen, welche die einfach mitmachen, weil sie soziale und finanzielle Verpflichtungen haben und solche, die gern mal draufhauen. Und diese Leute in Reihen der Polizei haben dort nichts zu suchen. Diese Leute müssen disziplinar gemaßregelt werden. Es gibt genügend Bilder, die in den Foren, in den Internetforen kreisen, wo man sehen kann, dass dort völlig überzogen, brutal gehandelt wurde. Das Wochenende ist wieder ein Beispiel dafür und ist eine Schande für diese Polizisten. Ich kann nur an die Polizisten appellieren, passt auf in euren eigenen Reihen. Die Schläger und die Leute, die dort überziehen, die müssen zurückgehalten werden. Dort muss es Regularien geben. Wir behaupten ja, wir leben in einem Rechtsstaat. Und das muss auch für die Polizisten zutreffen. Jeder, der dort Verstöße begeht, muss sich dessen bewusst sein, dass er dafür gerade stehen muss. Jetzt möchte ich
einige Eindrücke von gestern schildern. Ich bin gestern mit meiner Lebensgefährtin durch Berlin gefahren und wir haben uns gewundert, dass hier so wenig los ist. Wir haben mitgekriegt, dass das Camp aufgelöst wurde. Wir haben gesehen, was so läuft. Aber ich möchte drei Episoden schildern, die Zeit und warum das hier so läuft, vielleicht ein bisschen mit erklären. Ich habe am Berliner Dom, am Dom von Berlin, einer kirchlichen, einem Riesengebäude, zwei riesige Schilder gesehen, wo dieses Gebäude als Plattform genutzt wird für eine riesengroße Impfwerbung. Das ist eine Schande für diese Kirche. Jesus Christus, der würde diese Kirchenleute zum Tempel hinausjagen und sagt, was seid ihr für Leute? Ihr habt die Leute zu schützen und keine Angst zu machen. Ein zweiter Vorfall, den ich hatte. Ich habe gestern einen mazedonischen Bauarbeiter, einen sogenannten Eisenbieger. Das sind die Leute, die ins Fundament die großen Armierungen reinbringen. Eine schwere körperliche Arbeit. Der Mann kommt nur alle 3 Monate nach Hause. Der Mann war sehr kritisch gegenüber Corona eingestellt. Aber im Endeffekt hat er gesagt, ich muss mich impfen lassen. Ansonsten kriege ich hier keine Arbeitserlaubnis. Und das ist eine Riesenschweinerei. Der Mann wird genötigt, aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen sich impfen zu lassen. Das ist ein Verbrechen. Und ein weiterer Punkt, der mir gestern aufgefallen ist. Ich bin am frühen Nachmittag aus Treptow Park in die Stadt gefahren. Da war eine Tanzdemo, ganz friedlich. Man konnte nicht genau zuordnen, was waren das für Leute. Bundesvolk, Esoteriker, waren da Linke bei oder wie auch immer. Jedenfalls Polizei, ein Wagen stand in der Nähe und beobachtete das. Als wir dann Stunden später aus der Stadt zurückkamen, da traute ich meinen Augen nicht. Dutzende Polizeiwagen mit Sirene fuhren in die Richtung. Ich ahnte Schlimmes. Und dann hat man diese friedlich auf einer riesengroßen Wiese tanzenden und feiernden Menschen, die einfach nur was für ihre Seele und für ihre Gesundheit getan haben, die hat man dort mit massiver Gewalt vertrieben. Ich weiß nicht, ob Polizisten hier dabei waren. Aber das war vollkommen überzogen. Das war eine Schande für die Polizei. Aber ich möchte vielleicht mal als Zwischenbemerkung, wenn mir vor 1,5 Jahren hätte mich einer gefragt, wie siehst du dich selbst politisch? Dann hätte ich gesagt, ich bin ein linksgrüner Internationalist. Heute, da überlege ich, wenn ich das sage, ob der Gegenüber das richtig versteht. Weil mittlerweile kann ich mit links und grün das, was es hier darstellt, auch in Berlin überhaupt nicht mehr leben. Aber ich bin ein naturverbundener Mensch, der auf sein Immunsystem mitschwört, der sich gesund ernährt, der sagt, die Natur, das ist die Schöpfung. Wer auch immer das gemacht hat, aber das ist so ein Wunder. Das müssen wir unbedingt bewahren. Wir müssen mehr Bescheidenheit haben und wir müssen die Ressourcen besser aufteilen, damit alle Menschen, ich betone, alle Menschen auf dieser Welt ein gutes Leben haben, nämlich Bildung haben, Essen haben, Wohnraum haben und soziale Kontakte leben können. Weil die sind ganz wichtig. Und hier, was heute passiert, ist eine Verkümmerung der Menschen. Die Menschen werden klein gehalten. Die werden so abgerichtet, dass sie dem Staat und den Institutionen wie dem RKI und anderen sich unterwerfen und ihre Freiheit rüberreichen für eine imaginäre Sicherheit. Ich möchte das mal an einem Beispiel, was mit Corona überhaupt nichts zu tun hat,
möchte ich das mal erklären. Wir haben in den letzten 20 Jahren in Deutschland 20 Tote durch islamistischen Terror. Wir haben in den letzten 20 Jahren durch tödliche Haushaltsunfälle circa, das kann jeder mal prüfen, 180.000 bis 200.000 Tote. Das heißt, wir haben eine Relation von 1 zu 10.000. Jetzt will ich die 20 Toten nicht kleinreden, aber in der medialen Darstellung werden diese so aufgeblasen und in den Medien so hochgefahren, dass wir denken, wir alle sind täglich von irgendeiner Gefahr bedroht. Und der ähnliche Mechanismus, genau dieser, den man uns seit 20 Jahren und vielleicht sogar schon länger beibringt, der läuft wieder bei Corona. Und hier hat man es wirklich verstanden, und da appelliere ich an euch, hier hat man es verstanden, dass man wirklich auch vernünftige, und das wird jeder von euch selber bestätigen können, braucht bloß mal ein Handzeichen. Wer von euch hat in dieser Corona-Krise mehr als die Hälfte seiner Freunde eingebüßt? Und wer hat viele neue gewonnen? Ich denke, wir alle. Und trotzdem ist es schade, wenn man dann sieht, dass ein eigentlich lieb gewordener Mensch, mit dem man in der Vergangenheit so gute Diskussionen geführt hat, dass die jetzt von dieser Angst und Lüge vereinnahmt wurden. Du rufst die an und die sagen, ja, ich habe mich schon geimpft, das ist das Vernünftige, und du bist einfach nur traurig. Und ich sage hier, es wird für uns nicht einfach und es wird für die Geimpften wahrscheinlich auch nicht einfach. Viele, und da spreche ich jetzt nicht von denen, wo du sagst, die blocken gleich ab und die sagen, du bist ein Idiot, mit dir rede ich nicht. Ich rede von denen, die aus Sachzwängen, weil sie einen Beruf haben, weil sie sozialen Druck kriegen in der Gruppe. Ich kenne Soldaten, die lassen sich impfen, weil die das sonst nicht aushalten. Dass man mit diesen Menschen immer noch in Kontakt bleibt und versucht, auch eine Welt nach Corona mit vielen Menschen aufzubauen. Wenn es nur halb so gruselig kommt, wie es einige Experten als Prognose ausgeben, dann haben wir in ein oder zwei Jahren ganz andere Probleme. Darauf möchte ich aber nicht eingehen. Was ich sagen will, wir müssen trotzdem unsere Hände bei den Leuten, wo man sagt, Mensch, eigentlich ist das ein guter Mensch, der ist bloß wirklich verblendet, da müssen wir unsere Hände hinhalten und auch die Türen offen halten. Wir kommen sonst als Gesellschaft nicht über diese Klippe. Ich möchte jetzt hier, ich hatte eigentlich hier einen Zettel, da wollte ich vieles vorlesen. Das habe ich mir jetzt abstecken lassen. Was ich euch bloß mitgebe, wir müssen ja auch selbst, ich merke das an mir, ich habe jetzt hier die große Fresse und erzähle ganz laut und bin hier robust und wirke ganz stark und so. Aber mir selbst geht es manchmal früh, ich stehe auf oder nachts um drei werde ich munter und da geht mir der Arsch und ich denke, was ist hier auf der Welt los? Wir kommen ja aus der Nummer raus. Was ich euch nur mitgeben kann, also was ich mache, das ist ja dann, was ihr macht, ist euer Ding. Was ich mache, ich versuche mich wirklich gesund zu halten. Gesund zu halten, das heißt Ernährung, Lebensfreude auch noch zu leben mit meiner Enkeltochter oder mit meiner Lebenspartnerin oder wie auch immer, in die Natur zu gehen und dann optimistisch zu bleiben. Und einen nicht in den Keller ziehen zu lassen. Ich sage, wir müssen Netzwerke gründen, wir müssen uns miteinander verknüpfen, dass wir, es kam mir gerade vor, Fähigkeiten, die verloren gehen. Die KI wird es nicht richten. Die einzige große Wertigkeit ist in der Welt, das sind die Fähigkeiten der Menschen. Die richtigen Fähigkeiten. Und die werden zurzeit ausgerottet. Und selbst die Polizei
wird in mehreren Jahren überflüssig. Wenn den Leuten hier, die die Macht haben wollen und die auch haben, wenn die die Pläne durchziehen, dann haben wir in Kürze oder in einigen Jahren ein digitales Gulag. Dann haben wir Überwachungsdrohnen, dann haben wir Überwachungshunde, die hier rumrennen. Dann braucht man sowas wie diese Menschen da drüben nicht, weil die haben ja vielleicht auch noch ein Gewissen. Und dieses Gewissen könnte hochkochen. Und da wäre da eine Gefahr. Aber eine KI und ein System, was man hier installiert, das kann man genau steuern. Und das müssen wir verhindern. Der Mensch soll Mensch bleiben. Der Transhumanismus ist eine Mogelpackung. Und deshalb geht raus, wirkt in euren Kreisen. Die Demonstrationen werden massiv behindert, das merken wir. Aber wir müssen jeder in unserem Bereich, wo wir wirken können, tätig werden. Darum bitte ich euch. Danke. Vielen lieben Dank, Bernd. Und der Bernd hat ein...